Guten Morgen! Jedes Jahr werden laut der Studie vom Institute of Mechanical Engineers 2 Milliarden Tonnen Lebensmittel weggeschmissen. Die Welternährungsorganisation hat das in für uns etwas greifbarere Zahlen verpackt. Ein Drittel der produzierten Nahrung wird weggeschmissen. Das wäre ausreichend, um 2 Milliarden Menschen zu ernähren. Es gäbe de facto keinen Hunger mehr, wenn wir nicht so viel wegschmeißen würden. Wir sind doch angeblich so fortschrittlich und so technologisiert. Wie kann denn ein so dermaßen großes Allokationsproblem existieren? Die Antwort ist simpel: Egoismus. Der gesamte Fortschritt und all die Errungenschaften unserer Industrienation sind immer nur für einen abgegrenzten elitären Bereich gedacht. Wir haben Länder aufgebaut, wir haben Grenzen gezogen, Religionen gegründet, immer mit dem Wunsch nach Abgrenzung und Identifikation. Es wäre bereits jetzt trotz hochgradiger Verschwendung der Ressourcen durch Tierhaltung genug für alle Menschen da, wenn wir einfach mehr im Wir als im Ich denken würden. Aber das ist ein grundsätzliches Problem, was wir heute nicht behandeln werden, sondern heute möchte ich euch helfen, wie man persönlich selber gegen die Lebensmittelverschwendung etwas tun kann. Denn der Hinweis, einfach weniger wegzuschmeißen und besser die Sachen zu verbrauchen, das scheint ja für die meisten Menschen nicht auszureichen, um eben gewohnte Denk- und Verhaltensmuster auch zu durchbrechen. Daher heute Inspiration von mir, wie man sich an das Thema ganzheitlicher nähern kann. Eine interessante Erfahrung ist zum Beispiel, wenn man anfängt, eigene Lebensmittel anzubauen. Wenn man also realisiert, wie viel Pflege, wie viel Zeit und wie viele Ressourcen in so einer Tomate oder in so einer Kartoffel überhaupt stecken. Daher gehen Kleingärtner oftmals viel bewusster mit ihren Lebensmitteln um als Menschen, die noch nie für die Aufzucht von Obst und Gemüse verantwortlich waren. Denn sie kennen nicht das Gefühl, eine Tomate wochenlang wachsen zu sehen, zu beobachten, wie sie von der Sonne in ein dunkles Rot getaucht wird, bevor man sie dann endlich abnimmt und diese sonnengereifte Tomate dann ganz genüsslich aufisst. Der Prozess des Wachstums und der Reife, das wird von vielen Menschen gar nicht wahrgenommen, die eben ihr Obst und ihr Gemüse einfach im Supermarkt kaufen. Es ist überhaupt nicht im Bewusstsein der Menschen in Deutschland, dass wir als Land im Luxus schwelgen und daher für einen Normalverdiener, sag ich mal, Obst und Gemüse quasi aus der Portokasse bezahlt wird. Und wenn man wirklich nicht selber das am eigenen Leibe erfahren hat, was es bedeutet, eine Gurke wachsen zu sehen und nur daran denkt, dass man bei einem durchschnittlichen Stundenlohn von 15,54 € in Deutschland gerade mal 2 Minuten arbeiten muss, um eine Gurke zu kaufen, dann sprengt das alle Ketten. Also dann kann man das nicht mehr realisieren, dann kann man nicht wirklich bewusst leben. Das geht nicht. Daher selber anbauen, selber schauen, wie Obst und Gemüse wächst und was da für Ressourcen drinstecken. Eine Gurke, wo man am Anfang quasi den Samen erstmal auf einer Fensterbank zieht oder im Gewächshaus keimen lässt und daraus werden dann die Pflänzchen immer wieder gießen, dann werden die Pflänzchen draus und welches man dann je nach Wetter und Erfahrung, wo man immer rausgeht, sagt, könnte ich die Gurken und so weiter schon so, Freilandgurken, ob man die dann raustut, immer wieder gießend und letztlich dann irgendwann die Pflanze und die Gurken entstehen zu sehen, die Gurken wachsen zu sehen und nach Monaten dann wirklich diese Gurken in der Hand zu halten. Das ist was ganz, ganz Spezielles. Wo soll die Wertschätzung für so eine Gurke herkommen, wenn man eben nur 2 Minuten dafür arbeiten muss? Ne? 2 Minuten, das ist der Gang zur Toilette, ne? Auf Arbeit. Da ist so eine Gurke entstanden. So, und deshalb muss man sich diesen Dingen wirklich, muss man sich dieser Dinge auch mal bewusst werden und entweder geistig oder indem man tatsächlich auch mal diese Nahrung wirklich selber anbaut. Aber bei letzterem, was denken da die meisten? Na, es ist da einfach viel effektiver, wenn ich arbeiten gehe, und Geld verdiene, als Obst und Gemüse selber zu pflanzen. Das beweist du doch, Christian. Ich muss nur 2 Minuten arbeiten und dann habe ich die Gurke. Ansonsten müsste ich die ganze Zeit im Garten verbringen. Doch genauso effektiv wie ihr sein wollt, das will auch der Bauer. Und da kippt dann seine Pflanzenschutzmittel drauf. Genauso effektiv will auch der Händler sein und kauft sehr, sehr billig und achtet nicht auf Herkunft oder irgendwelche Vereinbarungen, gesundheitliche Vereinbarungen. Ja, und dieses ganze Effektivitätsstreben, eben zur persönlichen Bereicherung, endet dann eben im gesellschaftlichen Leid. Wenn ihr wirklich glaubt, dass ihr glücklicher seid, zufriedener, euch dieser Effektivitätsmaschinerie zu unterwerfen, nur um statt 1.000 Euro
100.000 Euro auf dem Konto zu haben. Wenn ihr diese Erfahrung wirklich oder wenn ihr diesen Glauben habt, dann kann ich euch sagen, ja, es ist immer schwer zu sagen, weil oder macht diese Erfahrung ganz schnell viel Geld zu verdienen. Das sage ich immer wieder. Macht sie und rekapituliert diese Erfahrung. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass ich persönlich diese 1000 und 100.000 Euro, dass sich das im Endeffekt nicht wirklich groß unterscheidet von eurer Zufriedenheit. Man macht andere Dinge, man lebt anders, aber sie haben nichts mit eurer Zufriedenheit zu tun. Und wenn ich das Leben und dazu zählen auch die Lebensmittel nicht mehr real wertschätzen kann, dann kann ich auch nicht erwarten, eine Bindung zum Leben zu erhalten, sondern lebe einfach in einer künstlich generierten Welt, in einer Welt, voller von anderen nach Effektivität strebenden Menschen konzipierte und nach ihren Wünschen generierte Umgebung. Und entsprechend ist das dann so, dass Geld in der Tat nicht nur nicht zufriedener macht, sondern eben dazu führt, dass man Bewusstsein verliert und dadurch eben sogar eine Gefahr ist. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung Geld als Gefahr der Bewusstseinsverlierung. Ne? Denn wenn das denn eben aber so kommt, dann ist man dann ja, quasi auch so eine Art Sklave des Systems. Und die Industrie unterstützt ja diesen Wunsch nach grenzenlosem Konsum und fehlender Wertschätzung. Wo es früher eine kleine Tüte Popcorn gab, da gibt es Popcorn jetzt in einem Eimer. Wo man früher einen Riegel gekauft hat, da kauft man jetzt eine ganze Packung. Die 100 Gramm Schokoladen werden zusehends von diesen Großpackungen verdrängt. Ich habe 300 Gramm Schokoladen oder diese 200 Gramm Schokoladen. Und alles muss natürlich trotzdem immer billig bleiben. Neben der entsprechenden Qualität der Lebensmittel, die teilweise den Namen Lebensmittel gar nicht mehr verdienen, nützt die Tatsache, dass der Durchschnittsdeutsche nur noch einen Bruchteil für Lebensmittel ausgibt, auch der Industrie. Ne? Denn da wird eben nicht mehr nur die Kaffeebohne verkauft, die man dann selber zu Hause dann mahlen muss, um ihn dann in den Filter zu schütten, sondern man kauft dann praktischerweise gleich eine Kapsel, wo alles drin ist. Und dann muss man natürlich auch die entsprechende Maschine dazu kaufen und so weiter. Und so arbeitet man immer mehr für all die Dinge, die man braucht, ja, und hält so ja, das System quasi weiter am Laufen. Lebensmittel und das Leben, das sind überhaupt nicht mehr real, sondern nur noch Zahlen und Waren. Und man verliert komplett die Bindung zu dem, was wirklich Leben bedeutet. Und das ist, ja, das ist so, würde ich das ausdrücken, vorsichtig formuliert ausdrücken. Es ist ein Nachteil des Luxus. Ne? Es ist ein Nachteil des Luxus, ein Nachteil des Geldverdienens, dass man die Bindung verliert. Und jeder, der sagt, nein, ich habe die Bindung trotzdem, obwohl ich viel Geld habe. Ich nehme es einfach so hin. Meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung zeigt was anderes. Und auch das, was ich von anderen sehe, die durchaus sagen, ich habe die Bindung nicht verloren. Ne? Aber wie sie dann handeln, wie sie ihr Leben ausfüllen, mit welchen Aktionen, wie sie denken und so weiter, das ist alles dann meist ganz, ganz stark konditioniert und ja, entspricht oft konform der Gesellschaft. Und ja, und das ist meistens kein guter Indikator dafür, dass der Mensch bewusst ist. Ne? Also Lebensmittelverschwendung ist gleichzusetzen meiner Meinung nach mit Lebensverschwendung. Nur wer wirklich bewusst mit den Sachen umgeht, die Leben bedeuten, da kann auch das Leben an sich bewusst erfassen. Vielleicht könnt ihr über diesen Ansatz, ja, dem Wunsch, die Dinge real wertzuschätzen, um real zu leben, ja, einfach in eurem Leben ein bisschen forcieren und das auch nutzen, um einfach weniger Lebensmittel zu verschwenden. Denn wenn ihr es nicht für andere tut, dann tut es wenigstens für euch selbst, für euer Bewusstsein, für eine Steigerung eurer Lebensqualität, für ein Heranrücken an das echte Leben. Und das werdet ihr erfahren, das echte Leben. Und ihr werdet spüren, dass das das Richtige ist. Und ihr werdet endlich verstehen, warum so viele Menschen, die reich waren, die gesagt haben, ja okay, das bringt es einfach nicht. Was man eigentlich so gar nicht glauben kann. Aber das werdet ihr erfahren. Weil das ist die Wahrheit, das ist das Leben. Und ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Sagt mir eure Meinung und wir sehen uns morgen. Macht's gut, euer Christian. Ciao.